Dieser Mechanismus regelt vermutlich die Pumpen im Keller. Er kann doch nicht seit dem Altertum hier stehen. Er scheint zu klemmen. Ja, aber hier fehlt ja auch offenbar was. Er scheint zu... Also es sieht aus, als würden hier Zahnräder fehlen. Aber es fehlt immer noch eins. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal weiter nach unten. Vielleicht finden wir noch ein anderes Zahnrad. Die Luft hier ist furchtbar. Es stinkt modrig. Hier gibt es seit Jahrhunderten keine frische Luft. Guckt euch mal dieses alte Bauwerk an. Das ist ja... Da ist ein Rad hinter einem Schloss. Hier ist eine Öffnung. Irgendeine Öffnung. Vielleicht fehlt da etwas, okay. Wir sollten erstmal speichern. Wir erinnern uns an das Grab von Durkheim Gordon. Da sind wir auch irgendwie gestorben, blöderweise. Das soll jetzt hier nicht unbedingt auch passieren. Ich wüsste jetzt nicht, was man daran machen könnte. Hier ist auch eine Öffnung. Was ist denn hier? Ich kann es kein Stück bewegen. Es ist durch Ketten blockiert, die mit einem Vorhängeschloss gesichert sind. Warum auch immer. Hier liegt noch ein Zahnrad. Schmutzig trübes Wasser. Gehen wir mal darunter. Ich glaube, hier fließt das Wasser hinein. Das ist wohl seit langer Zeit nicht passiert. Wir brauchen das Zahnrad. Ein Teil einer Maschine. Es gibt so viele Algen im Wasser. Das Zahnrad ist nicht gesunken. Wie bekomme ich es da raus? Ach so, ich erkenne jetzt erst gerade, dass das wirklich Wasser ist und nicht der Boden. Sehr ekelhaft. Das Wasser muss schon seit Jahren hier stehen. Es ist voller Algen und Dreck. Und hier ist ein Kanalschacht. Okay. Wahrscheinlich fließt dort das Wasser raus, wenn es überläuft. Wir könnten das Wasser mit der Pumpe da abpumpen, aber wir müssen erstmal an das Ding rankommen. Und ich glaube, wir können das mit dem Haken am Seil. Das ist jetzt meine einzige Idee. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Dann müssen wir vielleicht nochmal irgendwas mit dem... mit dem Seil machen. Erstmal holen wir uns das Rad. Die Säure von Richard hat das Vorhängeschloss aufgelöst, als wäre es aus Papier. Eine gute Säure. Das Rad ist blockiert. Aber warum? Das Rad ist... Was kann man denn da jetzt noch machen? Hier hinten geht es also auch nicht weiter. Muss in die Öffnung vielleicht einer der Schlüssel? Nein. Auch nicht. Wir müssen noch irgendeine Idee haben für... Oh, hier ist ein Geländer. Es ist durch die Feuchtigkeit verrostet. Eine Stange ist locker. Oh, die nehmen wir. Und dann basteln wir uns hier so eine Art Angel. Komisch. Eigentlich hätte er jetzt auf die Idee kommen können, dass das eine gute Lösung wäre. Können wir das Radlose machen? Nee. Das geht nicht. Das... Können wir auf die Treppe gehen? Die Treppe lässt sich nicht benutzen. Sie steht völlig unter Wasser. Die Stange vielleicht in die Öffnung? Ja, das macht er offenbar. Ich werde versuchen, die Stange dort hineinzustecken. Es geht nicht. Die Stange ist zu dick. Dann müssen wir sie abschleifen. Und wie das geht, wissen wir. Wir haben ja oben diese Schleifmaschine, an der Bates auch herum hantiert hat. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das gehen müsste.
Jo, tatsächlich. Ich werde versuchen, die Stange etwas anzuspitzen. Das müsste reichen. Das sieht gut aus. Also ich finde es sehr gut, dass das Rätseldesign in diesem Spiel halt nicht so abgedreht ist. Es ist relativ leicht durch einfach logisches Denken zu lösen. Da gab es ja auch schon ganz andere Adventures, deswegen Point and Clicks. Damit müsste es besser gehen. Okay, ich habe die Stange in die Öffnung gesteckt. Ich werde die Stange als Hebel benutzen. Die Luke hat sich geöffnet, aber es läuft kein Wasser. Ja, logischerweise läuft kein Wasser. Eine primitive Angel. Sie wird reichen müssen. So, und damit fischen wir uns das Zahnrad. Das will er aber irgendwie nicht. Ah. Nein. Eine primitive. Fisch mir das Zahnrad. Warum macht er das nicht? Vielleicht, weil das Wasser nicht hoch genug ist? Können wir denn mit zwei Zahnrädern vielleicht in die eine Richtung des Mechanismus drehen oder es zumindest ein bisschen aufdrehen? Ich meine, wir können das ja mal probieren. Er scheint zu klemmen. Er scheint... Nein, das funktioniert nicht. Aber was können wir denn dann mit der Angel machen? Vielleicht fehlt da auch noch was. Nee, an sich fehlt da nichts. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht nach dem Zahnrad fischen will. Denn im Prinzip haben wir das ja vorher schon mal probiert. Nur da hieß es dann, das Seil würde nachgeben. Oh! Das Wasser ist bis zum Rand des Ablaufkanals gestiegen. Ah, und das hat jetzt das Zahnrad hierher gespült und jetzt holen wir es uns. Ha! Also, wenn Leben und Tod davon abgehangen hätten, dann wäre Samuel wahrscheinlich auch in das Wasser reingegangen. Beziehungsweise logischerweise hätte er es eigentlich tun müssen. Aber so haben wir jetzt auf jeden Fall genug Zahnräder, um den Mechanismus in Gang zu setzen. Und damit müssten wir das Wasser abpumpen können. Es hat geklappt. Der Mechanismus funktioniert. Aber der muss doch nachträglich eingebaut worden sein. Der kann nicht so alt sein wie das Schloss selbst. Schon verrückt. Ja. Das ganze Wasser ist in das unterirdische Kanalsystem abgelaufen. Der Weg ist frei. Wir können nun also nach unten und ich glaube, dass wir dem Schlüssel von James jetzt sehr nahe kommen. Deswegen probieren wir das Ganze mal. Wir gehen nach unten. Das Wasser ist weg, aber der Gestank ist geblieben. Hier ist seit ewigen Zeiten niemand mehr gewesen. Es ist bitterkalt hier und die Stille ist unheimlich. Meine Schritte hallen nach. Eine kleine Truhe. Das muss James' Truhe sein. Endlich habe ich sie gefunden. Wahrscheinlich hat er sie versteckt, bevor der Raum mit Wasser voll lief. Die Frage ist, ob wir die so aufkriegen. Was ist das eigentlich hier? Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis.
Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Vielleicht wird das ja später nochmal interessant. Vielleicht gibt es hier noch mehr Geheimnisse. Hier ist eine dunkle Ecke. Da ist es stockfinster. Dann leuchte doch mal rein. Okay, er will nicht. Schade. Gucken wir uns die Truhe an. Noch ein Schlüssel. James hat nicht gelogen. Ah, mein Kopf. Nicht schon wieder. Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Ich ertrage diese unterirdische Luft nicht mehr. Ich ruhe mich ein paar Stunden aus und komme später wieder. Ja, kein Wunder, dass er hier keine Luft kriegt. Kapitel 5. Geständnis der Wahrheit. Wow. Das bedeutet, dass... Hat das was mit Robert zu tun? Gott. Dr. Herman? Diese furchtbaren Träume sind wie Déjà-vus. Warum habe ich solche schrecklichen Albträume? Vor 2 Tagen waren meine düsteren Morgengedanken durch Bates Klopfen an meiner Tür unterbrochen worden. Sir! Sir, machen Sie auf! Ich muss mit Ihnen sprechen! Warten Sie, Bates, ich bin gleich da. Oh Gott, Dr. Herman, er ist der Nächste. Was ist denn, Bates? Gerade kam ein Anruf aus Ashbury. Es geht um eine sehr ernste Angelegenheit. Ich glaube, Sie sollten so bald wie möglich dorthin fahren, Sir. Warum? Worum geht es genau? Ich habe mit der Oberschwester gesprochen. Sie wollte mir nicht erzählen, was vorgefallen ist. Ich mache mir große Sorgen. Vielleicht gibt es etwas Neues über Sir Robert. Hat sie Ihnen sonst noch etwas gesagt? Sie wollte mir nichts Genaueres sagen, Sir. Haben Sie mit Victoria darüber gesprochen? Nein, Sir. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Wahrscheinlich ist es nichts Besonderes, aber es wäre gut, wenn ich es mit Sicherheit wüsste. Na gut, ich werde dorthin fahren. Behalten Sie die ganze Sache vorläufig für sich. Aber selbstverständlich. Und, Sir, das Wetter ist furchtbar. Es zieht ein kräftiger Sturm auf. Der Himmel ist so dunkel, als wäre es Nacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir ein so schlimmes Wetter hatten. Es ist äußerst seltsam. Es wird ein kräftiges Gewitter geben. Das ist alles. Aber danke für die Warnung. Auf dem Weg nach Ashbury gingen mir Bates' Worte unaufhörlich durch den Kopf. Sie wurden erst durch die dunkle Silhouette des Ashbury-Sanatoriums vertrieben. Ich frage mich, was ich über Robert erfahren werde. Kein Wunder, dass hier so schlechtes Wetter ist, denn der Fluch von Mordred ist kurz davor, wahr zu werden. Denn wenn Herman jetzt auch tot ist, dann wären das 4 Opfer. 4 von 5 Seelen, die Mordred braucht, um wieder aufzuerstehen. Aber warum jetzt nach Ashbury? Ist Robert aufgetaucht? Es kann immer noch sein, dass er abgetaucht ist. Und dann kann es auch sein, dass er Herman jetzt umgebracht hat. Denn immerhin steckten die beiden ja unter einer Decke. Und vielleicht hat es Herman nicht mehr ausgehalten und wollte alles erzählen. Es wäre zumindest eine Möglichkeit. Aber warum denn nach Ashbury? Ich bin's, Samuel Gordon. Können Sie mich reinlassen? Einen Moment, Mr. Gordon. Mr. Gordon,
Ich habe eine furchtbare Nachricht für Sie. Der Chefarzt ist tot. Oh Gott. Robert? Wovon reden Sie? Ein Polizist und ein Kriminalbeamter waren hier. Es ist furchtbar. Wie ist es passiert? Sie sagten, dass seine Leiche am alten Leuchtturm gefunden wurde. James hat neben der Leiche gesessen. James? Er hat nur mit starrem Blick dagesessen. Er hat nicht mal versucht zu fliehen. Er saß nur da und hat eine Melodie vor sich hingesummt. Ich hätte nie gedacht, dass er jemanden umbringen könnte. Wo ist James jetzt? Wo hat man ihn hingebracht? Dort, wo er hingehört. Wieder in seine alte Zelle. Das wird jetzt für immer sein Zuhause sein. Also ist Robert tot. Aber wenn James ihn umgebracht hat, warum ist er dann nicht weggelaufen? Vielleicht hat ihn seine eigene Tat zu sehr schockiert. Ich meine, es kann ja auch sein, dass er ihn im Affekt getötet hat. Das kann ja auch sein, dass er es gar nicht gewollt hat. Mann, das ist echt krass. Aber wenn diese Vision wahr war, wer hat denn dann Dr. Herman getötet? Ich meine, war das dann doch Robert und danach hat James Robert getötet? Komisch. Ich möchte zu James. Können Sie mich in den Hauptflur lassen, zu seiner Zelle? Woher wissen Sie, wo seine Zelle ist? Naja, Robert hat dieses Sanatorium geleitet, wissen Sie. Er hat mir gesagt, wo ich James finde. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Gerade in Ordnung, gerettet. Ich lasse Sie herein. Aber nach dem, was passiert ist, kann ich Sie nicht alleine hereinlassen. Ich muss Sie begleiten. Kein Problem. Dann können wir gehen. Sie kennen ja den Weg, da Sie so gut informiert sind. Ich bin gleich hinter Ihnen. Gut, dass sie nichts wittert. James! Oh nein, nicht das! Warten Sie hier, ich muss einen Arzt holen. Was ist passiert? Oh Gott. Er hat sich umgebracht. Genau wie er es gesagt hatte. James, was er am meisten fürchtete, ist geschehen. Er wollte nicht hierher zurück. Scheiße. Vielleicht hat er sich auch umgebracht, weil er mit der Schuld nicht leben konnte, dass er Robert auf dem Gewissen hatte. Ich weiß es nicht. Da steht Samuel an der Wand. Vielleicht wollte James uns noch auf irgendetwas hinweisen. Wenigstens war es ein schneller Tod. Wenigstens war es ein schneller Tod. Diesen Schlüsselbund erkenne ich. Roberts Schlüssel. Dann kommen wir vielleicht in sein Zimmer. Das Loch ist zugegipst worden. Jemand hat es vergipst. Und da steht mein Name. James hat meinen Namen an die Wand geschrieben. Warum hat er das getan? Ich glaube, dass er uns auf irgendetwas hinweisen wollte. Wir waren jetzt sein einziger Freund. Aber auf was? Können wir das Loch freikratzen? Ich werde versuchen, den Gips abzukratzen. Vielleicht hat Ralph etwas mitbekommen. Vielleicht hat James Ralph etwas erzählt. Verdammt, die Klinge ist zerbrochen. Nein. Meine so treue Klinge. Wo ist eigentlich das Orb? Das ist irgendwie aus unserem Inventar verschwunden. Ralph, kannst du mich hören? Ja, kann ich, Samuel. Kommst du, um mich zu besuchen? Oder bist du hier, um James zu sehen? James? James ist nicht mehr hier, Ralph. Warum sagst du das? James ist hier bei mir. Er ist immer hier bei mir. Ich kann seine Stimme hören. Er würde mich hier drin nicht allein lassen. Ich muss dich etwas fragen, was James angeht. Ja, ich und Mr. Bobby, wir helfen dir. James. Ralph, wann hast du das letzte Mal mit James gesprochen? Erinnerst du dich? Ja, Samuel. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, warum er ausgebrochen ist? Vielleicht, aber er hatte so schreckliche Angst und hat so viel geredet. Mich hat das alles so
verwirrt. Er hat immer wieder gesagt, er hat ihn nicht getötet. Das hat er gesagt. Robert? Ja, ihn. Was hat er noch gesagt? Er sagte, er wüsste, wer ihn umgebracht hätte. Der Name. Kannst du dich an den Namen der Person erinnern, von der er sprach? Nein. Ich war zu durcheinander. Er hat auch gesagt, dass er weggeht und dass wir uns nicht wiedersehen. Er wollte nicht wieder in sein Zimmer gebracht werden. Ralph, versuch dich bitte daran zu erinnern, von wem James gesprochen hat. Ich weiß es nicht. Ehrlich. Danach wollte er nicht mehr reden. Er wurde ganz still. Ich mag es nicht, wenn es still ist. Na schön, Ralph. Ich muss jetzt gehen. Okay, Samuel. Mr. Bubby sagt okay. Ralph hat als letzter mit James gesprochen. Mehr werde ich wahrscheinlich nicht aus ihm herausholen. Was machen Sie hier? Machen Sie, dass Sie rauskommen. Sie haben hier nichts zu suchen. Gut, dass er uns nicht erkennt. Ich machte mich auf den Weg zum alten Leuchtturm auf der Klippe von Sharp Edge. Es war der einzige Ort, an dem ich etwas über Roberts Tod erfahren würde. Das stimmt. Hier also wurde Roberts Leiche gefunden. Aber wo denn? Da ist ein Loch im Mauerwerk. Es ist dunkel. Ich kann nichts erkennen. Wie wär's mit dem Feuerzeug? Oh nein. Oh nein. Ein weiteres Symbol. Das sollte ich irgendwie notieren. Ja, und das steht für Robert. Für Roberts Tod. Fertig. Und dann wäre Dr. Herman die Nummer 5. Können wir Mordred dann überhaupt noch aufhalten? Was ist hier denn noch zu sehen? Ansonsten ja irgendwie gar nichts. Dann müssen wir hier weg. Hier draußen ist nichts mehr zu finden. Ich gehe zur Leichenhalle. Vielleicht weiß Herman etwas Neues. Ja, sehr witzig. Der wird nichts Neues wissen, Samuel, denn er ist tot. Du hast es in deinem Traum gesehen. Wahrscheinlich hat er die Klingel nicht gehört. Ich versuch's nochmal. Er macht nicht auf. Seltsam. Ich dachte, er wäre zu Hause. Sie ist offen. Ich sehe mich um. Oh Gott. Das ist so brutal bestialisch. Wo steckt Herman bloß? Er hat die Haustür offen stehen lassen. Und die Tür zur Leichenhalle. Seltsam. Er ist tot. Ziehen wir mal das Laken weg. Ja, kein Wunder. Was könnte hier passiert sein? Oh Mann. Dieser Ausdruck in seinen Augen. Furchtbar. Er hat es auf jeden Fall nicht kommen sehen. Hermans Leiche. Wer könnte ihn getötet haben? Und warum? Oh, seine Hand? Er hält etwas in der Hand. Die Finger lassen sich durch die Totenstarre nicht lösen. Und wie sollen wir das jetzt lösen? Er hält irgendetwas in der Hand und das ist wahrscheinlich wichtig. Oh nein, sag mir nicht, dass das... Nein.
Das fünfte Symbol. Das fünfte Symbol. Danke, dass du das nochmal für mich wiederholt hast. Das ist so abscheulich. Ist erledigt. Wie sollen wir Mordred denn jetzt noch aufhalten? Wir brauchen irgendetwas, um die Totenstarre an seiner Hand zu lösen. Es ist ziemlich dunkel hier drin. Ich mache die Lampe an. Wir müssen etwas finden. Ein Buch. Unter dem Buch sind einige Plastikhüllen. Die könnten nützlich sein. Sie sind leer. Die brauchen wir vielleicht, ja. Falls wir Beweise irgendwie sichern wollen. Zange. Vielleicht können wir mit der Zange die Position der Hand verändern. Mit der Zange müsste es gehen. Sind das Haare? Das sind Haare. Das müssen die Haare des Mörders sein. Die kann ich nicht einfach so in die Tasche stecken. Nee, die müssen hier in die Plastikhülle. Der Mörder hat also schwarze Haare. James' Haare waren tiefschwarz. Ich sollte zurück ins Sanatorium gehen und eine Probe zum Vergleich holen. Oh Gott. Jemand klingelt an der Tür. Ich sollte lieber hier verschwinden. Oh Gott. Inspektor. Mr. Gordon, was machen Sie hier? Ich bin gekommen, um Dr. Herman zu sprechen und... Ich weiß schon, wie das aussieht, aber ich kann alles erklären. Wovon reden Sie, Gordon? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich wollte eigentlich nur Herman besuchen und... Er ist tot. Was? Ich ging nach unten und fand seine Leiche auf dem Tisch. Dies ist eine ernste Angelegenheit. Sind Sie sicher? Ich weiß, was ich gesehen habe, Inspektor. Seine Leiche liegt auf dem Obduktionstisch. Mit abgetrenntem Kopf. Mit abgetrenntem Kopf? Das muss ich mir sofort ansehen. Hören Sie, Gordon. Waren Sie allein, als Sie ihn fanden? War sonst niemand bei Ihnen? Niemand. Seltsam, wie Sie durch Zufall immer wieder über Leichen stolpern. Er war schon tot, als ich eintraf. Ich glaube Ihnen. Oh, gut. Ich weiß, wer dahinter steckt. Was? Wirklich? Wer? Der Irre, der vor wenigen Tagen aus Ashbury ausgebrochen ist. Wer sonst würde solche Verbrechen begehen? Erinnern Sie sich an den Jungen? Und jetzt Herman. Verstümmelt. So etwas würde kein normaler Mensch machen. Das stimmt zwar, aber er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich war heute im Sanatorium. Also hat sich der Mörder selbst gerichtet. Tja, das ist Gerechtigkeit, würde ich sagen. Aber Sie haben doch keine Beweise. Gordon, es gibt mehrere verstümmelte Leichen und ein Wahnsinniger war auf freiem Fuß. Wollen Sie noch mehr Beweise? Das ist ziemlich eindeutig. Gut, dass Sie mir von ihm erzählt haben, Gordon. Aber jetzt gehen Sie bitte. Ich muss nach unten und mich darum kümmern. Wiedersehen. Wiedersehen, Inspektor. Warum sollte James Herman umbringen wollen? Er kannte ihn nicht einmal. Irgendwie muss ich an eine Probe von James Haar kommen und sie mit den Haaren vergleichen, die Herman im Todeskampf umklammerte. Ich meine, James hätte schon ein Motiv, theoretisch, wenn er erfahren hat, dass die zusammengearbeitet haben. Aber es ist trotzdem alles irgendwie ein bisschen dürftig. Ein bisschen sehr dürftig. Wer ist da?
Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich rein. Augenblick bitte. Danke. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Ich meine, es kann natürlich sein, dass wenn der Fluch von einer Person vervollkommnet wurde, also fünf Seelen quasi Mordred dargebracht wurden, dass der Fluch denjenigen, der das ausgeführt hat, dann auch richtet. Das kann natürlich auch sein. Wir wissen nicht, wie dieser Fluch funktioniert. Hören Sie, ich muss etwas wissen. Wo ist James' Leiche? Wie bitte? Stellen Sie keine Fragen. Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Also, na gut, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Aber nur, weil Sie es sind. Wir können Dr. Herman nicht erreichen. Ich weiß nicht, was los ist. Deswegen haben wir die Leiche in die alte Kapelle auf dem Friedhof gebracht, bis der Doktor eintrifft. Sehr viel länger kann sie aber nicht dort bleiben. Sie muss in die Leichenhalle. Das war alles. Danke. Wie wir ihr nicht mal erzählen, dass Dr. Herman tot ist. Okay, also der alte Friedhof. Wir brauchen die Haare. Um Gewissheit zu haben. Oh. Ich glaube, der ist nicht besonders gut auf uns zu sprechen, wobei er weiß es wahrscheinlich gar nicht, dass wir das waren. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ich habe keine Zeit für Sie. Okay, der will nicht. Wo ist denn die alte Kapelle hier? Die Kapelle ist abgeschlossen. Na toll. Schlüsselbund? Nein. Der Hausmeister wird wissen, wo die Schlüssel sind. Ich habe keine Zeit. Was wollen Sie? Schlüssel bitte. Können Sie mir sagen, warum die Kapelle auf dem Friedhof abgeschlossen ist? Die alte Kapelle. Ich sage Ihnen warum. Sie ist abgeschlossen, weil da niemand was zu suchen hat. Können Sie sie für mich aufschließen? Nein, kann ich nicht. Da darf niemand rein, habe ich doch gesagt. Aber Sie haben dafür einen Schlüssel, richtig? Richtig. Und so bleibt es auch. Ich muss um jeden Preis in diese Kapelle. Wie komme ich nur an diesen Schlüssel? Wir bieten ihm Geld an. Wie wär's, wenn Sie mir Ihren Schlüssel ausleihen? Ich bringe ihn bald wieder. In der Zwischenzeit könnten Sie auf meine Brieftasche aufpassen. Tja, ein bisschen Geld zu meinem lausigen Lohn wäre tatsächlich ganz nett. Also, was sagen Sie? Nein, es geht nicht. Ich kann's nicht machen. Die Oberschwester würde mich zu gerne hier rausschmeißen. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Schade. Dann behalte ich die Brieftasche für mich. Ich will sie nicht länger aufhalten. Gut. Schade, ich hatte gedacht, dass das Schweigen bedeutet, dass er sich's vielleicht noch anders überlegt.